zwei Jahren so eine kurze Geschichte gelesen, kurz Flüchtlinge von Eritrea und von Syrien. Und das hat so auf Nachbarn ein Gericht dann, den wir in der Zeitung lasen, beruht. Da ist ein Boot in Lampedusa angekommen und da war in der Mitte waren die Blanken verbrannt und nur wenige haben überlebt. Und vor 2 Jahren, ich muss jetzt so die Vorgeschichte geben, da hat Maria Joseph, die war von Eritrea und auf ihrer Flucht ist sie schwanger geworden, die Flucht hat länger gedauert und auf dem Boot ist das Kind zur Welt gekommen und dabei ist eine Lampe, Petroleumlampe umgestoßen worden und die Frauen, die haben gebrannt, ihre Röcke haben gebrannt, bis sie ins Meer gesprungen. Und eigentlich wollten dann die übrig gebliebenen auch Rache an ihr nehmen, weil sie im Grund schuld war bei der Geburt, ist das passiert. Und da hat ein Syrer, ein großer, ungeschlachter Mann, der hat an sie geschützt. Vor einem Jahr, da sind sie angekommen in Italien und in Kalabrien unten, in so Gebirgsdörfern, wo die jungen Leute alle weg sind schon lange und nur alte übrig geblieben sind. Da hat ein Bürgermeister schon im Kosovo-Krieg so Flüchtende, von, die übers Meer kamen, hier praktisch Heimat gegeben, hat sie regelrecht eingeladen. Die haben dann so ein altes Handwerk wieder betrieben und sich sehr gut integriert. Und so ist dann, davon hat dieser Josef, der Syrer, gehört gehabt und weil ein Mohammed schon dort war in diesem Dorf und er ist dann mit Maria dahin gegangen, die sind da angekommen bei einer alten Frau, da konnten sie wohnen, die war ganz allein in so einem Haus, hat ihnen Wohnen gegeben. So, und jetzt ist wieder ein Jahr vorbei. Der kleine Jesus tappte mit unsicheren Schritten auf die alte Frau zu. Da strahlten ihre müden Augen. Nona breitete ihre Arme aus. Sie fing das Kind auf und streichelte seine Wangen. Maria, wann lasst ihr das arme Waisenkind enttaufen? Nona wiegte den Kleinen. Wollt ihr ihn nicht an Weihnachten taufen lassen? Maria hielt inne, den Brotteig zu kneten. Ihre Stimme klang tief und rau. An Weihnacht und Josef liegt draußen im Meer. Sie stemmte ihre starken Arme in den Brotteig. Ihre Tränen verschwanden in der grauen, glänzenden Masse. Abends, als Josef von der Schmiede zurückkehrte, war die Küche vom Duft des Brotes erfüllt. Nonna pellte Kartoffeln. Der kleine Jesus kletterte auf Josefs Schoß. Maria stellte die Teller auf den Tisch. Was denkst du, sollen wir Jesus nicht an Weihnachten taufen lassen? Er ist schon so groß. Der sonst so mürrische Mann sah sie fragend an. Was soll ich schon sagen? Er wird hier groß werden. Er strich dem Kleinen durch das krause Haar. Wir sollten ihm die Haare schneiden lassen. Nona verteilte die Kartoffeln auf den Tellern. Ihre Hände waren übersät mit braunen Flecken, dicke Adern traten blau hervor. Wie viele Kartoffeln hatte sie schon gepellt? Nun pellte sie für diese Fremden, die vor einem Jahr einfach gekommen waren. Ihr solltet mal heiraten, drängte Nona weiter. Ach, lass mich in Ruhe. Josefs Stimme klang unwirsch. Maria goss eilig die heiße Milch in die Tassen. Josef zerquetschte eine Kartoffel auf seinem Teller und goss Milch darüber. Jesus öffnete weit seinen Mund wie eine kleine Schwalbe. Er schmatzte voll Genuss den dampfenden Brei. Nona, lass mich in Ruhe mit der Kirche, sagte er bestimmt. Er vermied es dabei, die Alte anzusehen. Sie aßen schweigend. Maria dachte an die Nächte mit Josef.
Der große, starke Mann zitterte manchmal in ihren Armen. Er bebte und schluchzte. Dann hielt sie ihn fest wie ein kleines Kind. Manchmal redete er im Traum wirr. Rief er dann nach seiner Frau, seinen Kindern? Manchmal war seine Stimme hassverzerrt. Hatte auch er getötet? Dann hatte sie Angst vor ihm und zitterte wie er. Da zerriss sie fast die Sehnsucht nach Joseph, wie damals der Schmerz bei der Geburt. Aber Joseph hatte es nicht nach Europa geschafft. Hier waren sie gestrandet in der kahlen Küche. Joseph, der neue Dorfschmied von Caligari, in dem sie nun ihr Leben teilte. Auch Nona war hier zurückgeblieben. Alle Kinder waren weg, weit weg. Nona hatte hier nur sie. Jesus war satt. Er schmiegte seinen Kopf an Josefs Brust. Der umschloss den Jungen mit seinen Armen. Ja, wir sollten ihn taufen lassen, aber das reicht, wandte er sich an Nona mit versöhnlicher Stimme. Irgendwie zufrieden saßen sie da um den Tisch. Das flackernde Herdfeuer warf seinen Widerschein auf Nonas runzeliges Gesicht. In ihren Augen funkelten Sterne. Da, wie viele Kartoffeln wir noch übrig haben, sagte Nona mürrisch. Bringst du sie Mohammed? Was hat er nur? Warum kommt er nicht mehr hier hoch? Yusuf bedeckte die Kartoffel mit einem Tuch und stieg die Treppe hinab. Der Lichtschein unter der Tür zeigte ihm den Weg. Er trat ein, ohne zu klopfen. Mohammed lag auf dem Bett und starrte an die Decke. Da, Nonna schickt dir die Kartoffeln. Warum kommst du nicht mehr? Warum? Na, warum wohl? Soll ich mich mit dir zusammensetzen und mit einer schwatzen? Mohammed hatte sich aufgesetzt, seine Stimme war hasserfüllt. Was meinst du? Vielleicht heirate ich Maria noch, sagte Yusuf. Eine Christin dann? Dann geht besser einer von uns, fiel ihm Yusuf ins Wort. Schnell verließ er die Kammer. Aufgewühlt erreichte er die Küche. Dort sang Nona dem kleinen Jesus Dormi, dormi, bel bambino. In diesem Jahr freute sie sich seit langem wieder auf Weihnachten.